Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem Review. Mein Name ist Maxus und ich heiße euch hier herzlich willkommen. Ich will in diesem Video über Dune sprechen. Ja, nicht über dich. Das ist das Buch, worauf der Film basiert, aber über dieses Buch mache ich wann anders ein Review, weil zuerst sprechen wir über den Film, den ich vor einer Woche oder vor 6 Tagen besser gesagt geschaut habe. Und jetzt kommt das Review. Viel Spaß bei diesem Video. Worüber sprechen wir jetzt genau? Wir sprechen über den Kinofilm Dune. Der Film, der Regisseur von diesem Film ist Denis Villeneuve. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Er ist Kanadier und er ist auch, glaube ich, ein französischer Name und deswegen kann ich das nicht unbedingt sagen. Ich hole mal kurz das Buch. Der Film basiert auf dem Buch Dune von Franz Herbert, wurde in den 1960er Jahren veröffentlicht, also ist teilweise auch schon ein bisschen früher Science Fiction oder so, noch eine Vorstufe von Star Wars und Star Trek. Aber dennoch ein wirklich schönes Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich noch nicht genau sagen, inwieweit sich diese Sachen unterscheiden, was man im Film sieht und dem Buch. Dazu kann ich wann anders mal gerne ein Video machen, sobald ich das Buch gelesen habe. Aber das Thema dieses Films ist definitiv Science Fiction und der Film läuft schon etwa seit einer Woche, also seit einer Woche und ein Tag, also 8 Tagen. Sorry für diese kleine kurze Unterbrechung, denn ich habe vergessen, die Länge des Films anzugeben. Der Film dauert 155 Minuten. So, kommen wir jetzt zu meiner kurzen Inhaltswiedergabe. Ich werde euch später nochmal eine vorlesen aus dem Internet. Jedenfalls sind wir jetzt bei meiner kurzen Inhaltswiedergabe. Es ist kein Spoiler, es sind auch nur grobe Informationen. So genau, ich werde einfach keine lange, ausführliche Inhaltswiedergabe machen, darauf habe ich echt keine Lust. Denn wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man schon etwa, worum es geht und es ist einfach was Schönes. Und warum geht es erstmal genau? Es ist primär erstmal Game of Thrones im Weltraum. Es gibt eine Adelsfamilie im Weltraum, die um die Macht gulen. Es gibt einen Imperator, also einen König des Weltraums. Und es brechen halt Machtkämpfe aus. Jedenfalls die Hauptfamilie, womit wir uns beschäftigen im Film, ist primär die Familie Atreides. Ja, Name ist nicht hundertprozentig genau ausgesprochen. Diese Familie bekommt den Planeten Arcanis als Lehen überreicht. Der Planet ist ein Wüstenplanet. Wüstenplanet Dune. Ja, liegt nah. Und der Planet ist wirklich wertvoll. Auf diesem Planeten gibt es Spice. Spice brauchen die Zivilisation im Weltraum für den Überlichtsprung. So habe ich das zumindest verstanden. Genaues, wenn ich das Buch gelesen habe. Und deswegen ist dieser Planet auch relativ wertvoll. Und Atreides, die Familie, ist immer halt relativ mächtig und auch teilweise gefürchtet. Die haben auch einige verdammt gute Soldaten. Und auch eine relativ solide Armee, wie ich mal so sagen. Da brechen dann immer halt Machtkämpfe aus und ja, manche behaupten auch, dass der Erbe des Hauses, also Paul, der Erlöser von allen sein wird. Das ist so eine auch teilweise prophezeiliche oder ich glaube, es gibt keine Prophezeiung, aber das wird einfach von einigen Leuten prophezeit oder gehofft, dass er der Erlöser ist von Arcanis und dass sie dann zu einer neuen glorreichen Zukunft führt und auch zum großen Kreuzzug. Das haben wir so teilweise in den Trailern schon gesehen und ja. So würde ich erstmal den Inhalt beschreiben. Also es brechen Machtkämpfe auch definitiv aus. Und es gibt auch definitiv Krieg. Und auch viele Kämpfe. Das haben wir schon im Film, also im Trailer gesehen. Fange ich jetzt einfach mal an, den Text kurz vorzulesen. Der Text stammt von warnerbrothers.de. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Über den Film Dune. Um die Zukunft seiner Familie und seines gesamten Volkes zu sichern, muss Paul den gefährlichsten Planeten des Universums reisen. Nur auf dieser Welt existiert ein wertvoller Rohstoff, der es der Menschheit ermöglichen könnte, ihr vollständiges geistiges Potenzial auszuschöpfen. Doch finsterne Mächte wollen die Kontrolle über die kostbare Substanz an sich reißen. Es entbrennt ein erbitterter Kampf, den nur diejenigen überleben werden, die ihre eigenen Ängste besiegen. Ist eine relativ passende Beschreibung und auch nochmal eine kleine andere Beschreibung des Films. Jetzt kommt erstmal ein kleiner Exkurs, wie ich
Filme oder allgemein Sachen bewerte. Ich nehme eine Skala von 10 Punkten insgesamt, 3 Punkte fürs Video, 3 Punkte fürs Audio, 3 Punkte für die Handlung und 1 Punkt für eine cinematische Verwendung oder cinematische Krempel. Also alle möglichen cinematischen Sachen wie Drohnenfahrten oder schöne Slow-Motion-Effekte etc. Solche Sachen fallen da alle rein. Also ob der Film aber gut gestaltet ist, von cinematischen Sicht her. So, kommen wir zum Punkt Bewertung der Handlung. Die Bewertung der Handlung ist in diesem Film kompliziert. Ich sag schon mal so. Ich finde die Geschichte an sich wirklich gut geschrieben. Die Welt ist auch alles wirklich schön detailliert gebaut. Ja, Raumschiff-Design ist nicht unbedingt so meins oder nicht mal so der Stil, den wir heutzutage so vorstellen, aber es ist immer nur Design von Raumschiffen. Darüber will ich mich nicht lange darüber aufregen. Ja, auch, dass ihr keine Schusswaffen verwendet, zum Beispiel, hat auch einer meiner Freunde angekreidet, aber ganz im Ernst, ja, die Charaktere waren interessant, die Welten waren auch alle unfassbar gut detailliert dargestellt. Ich habe es immer noch nicht im Buch wirklich nachgelesen, wie das da noch weiter beschrieben wurde. Oder zum Beispiel auch teilweise Handlungsgänge von einigen Charakteren oder sehr vielen Charakteren wurden auch gut erläutert. Auch die Beziehungen untereinander wurden hervorragend dargestellt. Allein mit den Hauptcharakteren hat man wirklich schon einige interessante Handlungen gehabt. Und auch ein bisschen die Welt genauer vorgestellt hat. Wo man auch manche Sachen einfach genauer kennengelernt hat. Im Film wurde das auch schon relativ teilweise gut erläutert. Wo man auch manche Charaktere nochmal genauer kennengelernt hat. Oder auch Probleme unter den anderen dargestellt wurden. Ja, aber das größte Problem ist, der Film hat eine wirklich schöne Handlungskurve. Die geht einfach nur hoch. Also die ist, wenn man dieses klassische Handlungsbogen hat, ist ja eigentlich so. Und das größte Problem an diesem Film ist, der Film endet hier oben. Wir sind irgendwo auf dem Weg nach oben. Ich weiß nicht noch, wie weit es da noch oben geht, um zur Lösung des Konflikts kommt, aber es fehlt konkret das halbe Buch. Die Handlung wurde einfach aufgeteilt. Ich wusste es schon im Voraus, dass die Handlung teilweise gekürzt wird, weil ich sage auch ganz ehrlich, danke dafür. Weil die Handlung an sich ist wirklich gut. Wäre hundertprozentig in die Hose gegangen. Man hätte sich die ganzen Leute, die das Buch lieben, zum Feind gemacht, hätte man den Film zu sehr beschnitten. Ich verstehe es. Problem ist, dadurch resultiert sich erstmal 1,5 Punkte bei Handlung. Also nur die Hälfte der Handlung, wenn man den Film, ja, doppelte Länge bräuchte man dann, aber ich würde ganz ehrlich sagen, die Handlung so war schon mal wirklich extrem gut. Ich finde die Charaktere schön, auch die Handlungsstränge waren auch alles und der rote Faden war auch immer durchgehend, also fand ja, manche Sachen fallen weg oder auch, wie zum Beispiel der Autor sich einfach dieses Leben auf diesem Wüstenplaneten Arcanis vorgestellt hat. Auch die Rituale, die Bewohner da haben, fand ich wirklich auch unannehmlich interessant dargestellt. Und das sind alle solche Sachen, wo ich einfach so sage, wo ich mitgerissen habe, ob ich da noch mehr Punkte gebe. Aber am Ende muss ich sagen, es ist handlungstechnisch eher weniger passiert. Deswegen kann ich leider nur 1,5 Punkte jetzt für die Handlung geben. Kommen wir zum Punkt der Bewertung vom Audio, cinematische Umsetzung und Video. Und da ist der Film einfach grandios. Ich habe den Film mit einigen Freunden im Cineplex oder Pullux Ultimate angeschaut und heilige Scheiße. Ich bin glücklich, dass ich mir den Film nicht auf meinem kleinen Handy-Display angeschaut habe. Den Film will ich mir auch zukünftig oder die zukünftigen Filme dieser Reihe will ich mir im Kino anschauen, denn der Autor weiß schon, wie man teilweise mit Audio-Video-Stellen umgeht. Wenn man zum Beispiel die erste Mal so einmal diese Wüstenstadt sieht, wo zum Beispiel die Familie das erste Mal da eintrifft oder auch die Darstellung, wo man auch wirklich auch dann die Rufe hört. Oder teilweise in Ultimate dann auch die Sitze mitbegehen bei manchen Szenen. Ey, das ist einfach phänomenal gut. Oder so manchmal, oder manche andere Kamerafahrten waren auch einfach grandios. Welche Slow-Mo-Effekte zum Beispiel in den Kämpfen.
Die hat man auch teilweise im Trailer gesehen, als Beispiel. Oder mit den Wüstenwürmern, ey. Oh Mann, der Film ist filmtechnisch grandios umgesetzt. Ja, ist ein also bis auf die Handlung, wie schon gesagt, hat man da leichte Probleme. Wäre es definitiv ein noch besserer Film geworden, aber hätte man die Handlung kürzen müssen und das wäre nicht gut gewesen. Aber Umsetzung des Films war perfekt. Also ich habe da wenige Sachen aufgefallen, die mir wirklich negativ ins Gesicht gefallen ist. Ja, natürlich, es ist ein Blockbuster-Film, also von Legendary Studio zum Beispiel und ja, Legendary. Und das ist einfach ohne Frage und glaube ich auch teilweise Warner Brothers hat auch mitgearbeitet und die wissen, was man macht. Und auch zum Thema Audio, der Soundtrack war auch meistens wirklich fantastisch. Man konnte, der war auch wie atmosphärisch häufig. Es war einfach nur schöner Film, also da kann man sich nicht wirklich beschweren. Das CGI, ja, das meiste war definitiv mit CGI gerendert, aber was erwartet man heutzutage im Kino? Es wird nicht mehr wie in alten Star Wars-Teilen gemacht, wo man die ganze Zeit mit Figuren arbeitet oder Modelle arbeitet. Ich weiß es nicht genau, aber auch die also wenn man zum Beispiel über die teilweise auch Fahrten über die Landschaften hat, das sah auch einfach alles spitze aus. Und mit den Harvestern die ganze Zeit. Diese Szenen waren wirklich unfassbar gut. Da kann ich einfach nur zusammenfassen, cinematische Umsetzung. Definitiv hat er den Punkt verdient. Beim Audio und Video beide auch. Das Audio und auch besonders auch die Hintergrundmusik, auch die Umsetzung mit dem Hintergrund wie Audio, wo man einfach die Geräusche oder die Welt zuhört. War auch einfach immer meistens kristallklar und auch perfekt umgesetzt. Das gleiche gilt auch fürs Video. Es gab ja nur wenige Momente, wo ich mir dachte, das hätte man vielleicht anders machen können. Aber es war einfach wie ich, der Film ist einfach gut. So umgesetzt, man hat ja schon einige Sachen im Trailer gesehen. Und ich sag ganz ehrlich, die Szenen im Trailer, ja, haben auch einfach, waren auch wie 1 zu 1 aus dem Film. Ja, da sage ich schon mal ganz klar, da gebe ich meine Punkte. Und so komme ich immer halt auf die Wertung. 8,5 Punkte für diesen Film. Ich würde lieben gern mehr geben. Dazu werde ich jetzt gleich nochmal was sagen. 8,5 Punkte, der Film ist also wirklich verdammt. Also, ich sage schon mal so, empfehlenswert. Aber zu meinem kompletten Fazit komme ich jetzt. Aber dazu muss ich schon mal sagen, Vorsicht, es könnte Spoiler dabei sein. Also für Leute, die ja noch dranbleiben wollen, besser gesagt, andere Leute, die den Film noch anschauen wollen und sich nicht von mir spoilern lassen, euch noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt noch ein bisschen über den Film sprechen, aber spoilerhaftig. Deswegen, dann könnt ihr bitte gehen. Oder einfach nicht hier zuhören. Weil ich will mich ein bisschen noch über den Film teilweise auch aufregen, denn ja, er hat mir eigentlich auch wirklich fantastisch gefallen. Ich war nach dem Schauen, habe ich mir noch die Fahrtour nach Hause gemacht und ich war einfach nur eins, glücklich und schockiert zugleich. Glücklich, weil es ein fantastischer Film war. Schockiert, weil manche auch Charaktere, die ich auch schon gemocht habe, einfach auch dann schon gestorben sind. Oh. Weil die haben auch manche Schauspieler, die ich halt auch wiedererkenne aus manchen anderen Filmen, wo ich mir auch schon denke, die haben da auch manchmal wie extrem gute Rollen gehabt. Ach Mann, aber das war wirklich, dieser Film ist wirklich gutes Meisterwerk. Ja, es ist traurig, dass so manche Leute auch einfach wie sterben. Ich habe die wie gemocht, aber wie manche Leute auch einfach dann noch gestorben sind. Da war auch ein legendär. Ja, der Film ist wirklich gut. Muss ich aber sagen, wie schon gesagt, ich hasse es. Teilweise, dass noch die Handlung, also dass die Handlung nur zur Hälfte da ist. Aber man konnte die auch nicht komprimieren, weil das Buch ist 800 Seiten etwa lang. Und das ist dann eben halt so. Man kann dieses Buch nicht in einem Film von 2 Stunden, weil der Film hat ja 2 Stunden und glaub 30, 35 Minuten gedauert und so ein normaler Roman von 240 Seiten bekommt man so in etwa in den Film rein. Ja, da muss man auch schon kürzen, aber trotzdem, ich bin glücklich, dass man das gemacht hat und unglücklich, weil ich sag schon mal so, dieser Film wird auf jeden Fall für mich in meiner Top-Liste sein. Ich weiß nicht noch, wie hoch, aber definitiv drin landen, weil ich dieses Franchise, dieses Universum definitiv weiterverfolgen will. Zum einen, weil ich die Charaktere mag,
weil ich den Autor mag. Und besonders, ich will die Filme später noch im Kino weiter anschauen. Wenn der nächste Film in vielleicht 2 Jahren rauskommt, oder vielleicht auch schon 1 Jahr, ich weiß nicht genau, wie die das machen, vielleicht ähnlich wie Disney mit Star Wars, aber wenn der Film in 2 Jahren rauskommt und man ein Angebot hat, hört ihr den ersten Teil an und danach den zweiten direkt an. Würde ich auf jeden Fall reingehen, weil die Filme nacheinander anzuschauen, wird wahrscheinlich sowas von genial sein. Dieser Film ist für mich einer der besten Filme, die es aktuell gibt. Ja, es hat Probleme in der Handlung. Ich weiß nicht genau, wie die Handlung sich entfalten wird. Ich habe so eine grobe Ahnung, was da passieren wird. Was man auch schon teilweise im Film gesehen hat oder als Vorspann oder Vorhersehungen. Aber ich bin glücklich, dass ich da reingegangen bin mit meinen Freunden. Und ja, es gibt die Probleme. Manche haben sich teilweise auch bei mir im Freundeskreis darüber lustig gemacht, dass es im Film zum Beispiel nicht wirklich so was zur Sache ging. Aber ich persönlich sage, es ist ein Beginn eines neuen Meisterwerk-Film-Serie. So wie zum Beispiel Transformers, Star Wars und die anderen. Ich hoffe, dass Danny Villeneuve, wenn er immer ausspricht, den nächsten Film dann wirklich die Handlung zu Ende führt, des ersten Teils, und einen wirklich schönen zweiten Film hinliefert. Wenn er rauskommt, ich bin definitiv im Kino. Und ich werde mir diesmal auch dann alle zwei Trailer anschauen, denn für mich ist dieser Autor Frank Herbert definitiv jetzt auf meiner Liste die Autoren, die ich auf jeden Fall anschauen will. Lesen werde. Also das Wort habe ich gerade gesucht. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall mal euer Feedback in die Kommentare, falls ihr schon im Kino wart. Ansonsten ist auf Endcard noch die Reaction zum ersten Trailer und die Reaction von mir. Und ja, wir sehen uns auf meinem Kanal. Ich bin Maxus, fürs Zuschauen und bis bald und tschüss.